Hallöchen, ihr Lieben! Willkommen zurück bei der 100 Baby Challenge! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier in unserem kleinen, bescheidenen Heim mit unserer Niki und den Kindern. Aktuell im Moment 7. Die Serena ist ausgezogen. Das heißt, wir können heute Abend auf Pirsch gehen. Und ja, ich werde mal schauen, wir werden vielleicht in eine coole Diskothek oder in einen Kaffee gehen. Wie bereits versprochen. Allerdings, die Kinder sind zur Schule und das können wir nutzen, indem wir einfach mal schauen, was hier nicht in Ordnung ist. Und da ist zum Beispiel schon die Wanne schmutzig, die können wir mal säubern. Und hier steht Essen, das können wir auch gleich noch wegräumen. Die Dusche, die ist noch okay. Genau. Huch, jetzt war kurz die Stimme weg. Genau. Ja. Also Niki wird das Haus jetzt auf Vordermann bringen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir machen. Wir warten auf jeden Fall, bis die Kinder von der Schule kommen. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen hinlegen. Und ein bisschen Energie tanken für den langen Abend. Ja, ihr Lieben. Wir sind gerade in die neue Woche gestartet, in den Montag, und unsere Familie hier, die startet gerade in das Wochenende. Es ist Freitag. Die Kinder, die kommen bald von der Schule. Wir werden sie ihre Hausaufgaben machen lassen. Niki ist angespannt, okay. Ja, Niki, da mach mal gleich was dagegen. Alles wird gut. Ja, die Kinder machen ihre Hausaufgaben. Niki entspannt sich noch ein wenig. Tankt noch ein bisschen. Oh, hier. Bestenliste. Da Hendrik jetzt auf der Liste der besten Schüler ist, könnte er ebenso gut ein Schild mit Tritt mich auf den Rücken kleben haben. Oh, Moment. Da ist ja tatsächlich so ein Schild. Soll er es dem Lehrer sagen oder versuchen, den Verantwortlichen auf eigene Faust zu finden? Sind wir eine Petze oder... Ach, wir machen es mal alleine. Das Gute an Dummköpfen ist, dass sie es nie schaffen, ihre Spuren zu verbergen. Also haben wir diesen tatsächlich gefunden. So, Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Noah war nicht gerade überragend. Er hat eine mittelprächtige Note bekommen, die seinen Durchschnitt verderben könnte. Soll er um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Ich glaube, da war das hart arbeiten. Und? Jawohl, Hendrik kann stolz auf sich sein. Jamie hat die Unterrichtswoche beendet. Er hat sich gut durchgeschlagen. Aha. Lara ist aus der Schule zurück. Freitagnächte sind gut geeignet, um Zweien in Einsen zu verwandeln. Die Zunge hängt heute etwas. Hannah hat sich auch gut geschlagen. Naja, also wir schauen jetzt mal hier nochmal ganz fix, wie das Ganze hier aussieht. Hier hat man das besser im Überblick, finde ich. Ja. Oh, wir haben Tatsache, ein Einser-Grundschüler, einen wütenden Einser-Grundschüler. Oh Gott, warum ist er wütend? Ärgerlicher Schultag. Ach so, das ist ja unser Kleiner, wo wir auswählen mussten. Genau, Manuel ist auch Einser-Grundschüler. Okay, also könnten wir sozusagen einen Doppelgeburtstag feiern. Aber wir werden mit der Niki erstmal ein bisschen feiern gehen. Aber sie war immer noch nicht schlafen. Also Niki, warum gehst denn du jetzt nicht einfach mal schlafen hier? Du sollst doch mal eine Weile ins Bett gehen. Dankeschön. Jamie? Ob Jamie es jemals zu eins schafft? Wie steht er denn genau? Ich muss nochmal fix gucken. Also, vielleicht noch einen Tag hart arbeiten und Hausaufgaben machen und dann wird es vielleicht besser werden bei ihm. Lara, wie sieht es denn bei dir aus? Lara, dir geht's gut. Du kannst also gleich erstmal deine Hausaufgaben machen. Och, wer ist denn hier angespannt? Okay, Lara.
sind immer alle angespannt nach der Schule. Ich brauche definitiv echt mal einen größeren Fernseher hier für unsere kleine WG. Noah und Hannah sind eben beste Freunde geworden. Jawohl, na, das ist doch immer schön, sowas. Das ist immer gut, wenn sich die Familie versteht. Also Lara macht ihre Hausaufgaben. Sie ist schon fleißig dabei. Das sieht gut aus. Jamie, der stopft sich den Magen voll. Und danach kann er eigentlich auch seine Hausaufgaben machen. Danach sieht es bei ihm auch ganz gut aus. Noah, wo bist denn du? Noah? Noah ist außer Haus. Ah, der quatscht hier mit der Lara. Hannah. Naja. Jetzt tauschen sie Bilder oder so. Schreiben die sich jetzt gegenseitig oder wie? Okay, es ist ein bisschen. Hallo, ihr zwei, ihr braucht euch nicht gegenseitig. Die schreiben sich Tatsache gegenseitig. Ja, so ist es in der heutigen Zeit. So ist das. Du kannst bitte auch gleich mal deine Hausaufgaben machen. Hannah. Hannah geht's auch gut. Hannah ist glücklich. Hannah kann glücklich ihre Hausaufgaben machen. Ist eigentlich voll schön hier. Das ist echt schön. Hier voll der coole Teich. Wo sind wir hier überhaupt? Sind wir weit weg vom Zuhause? Wo sind denn wir? Drehen mal die Ansicht. Ach, hier sind wir, alles klar. Das ist eine sehr, echt sehr schöne Gegend hier mit den Enten und das. Ich habe leider die Grafikeinstellungen nicht auf der höchsten Stufe, weil das mein Laptop leider nicht mitmacht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber es durfte trotzdem gehen, dass wir hier ein schönes Ergebnis rauskriegen, denke ich mal. So, Lara, wie sieht's denn aus? Wie weit bist denn du? Die ist immer noch fleißig am Schreiben. Niki? Naja, da hat sie immer noch nicht so viel getan. Oh, jetzt hier. Der Kleine geht ins Bett. Alle müde. Müde, schlafen. Manuel, ich glaube, ich krieg das echt nie hin, dass ich die beiden mal auseinanderhalten kann. Jetzt habe ich echt die ganze Zeit überlegt, wer ist es nun? Deswegen kam das jetzt so stockend. Ich krieg das echt nicht hin. Es sind Zwillinge und die sehen sich auch echt ähnlich. Wahrscheinlich muss ich das nächste Mal, wenn Zwillinge sind, wirklich eine andere Frisur, so eine komplett andere Frisur machen. Bei jedem. Lara hat die Hausaufgaben fertig. Na, das ist doch schön. Das ist schön, das ist schön. Lara, du kannst. Wie sieht's denn aus? Wie stehst du in der Schule? Ja, die sind alle echt gut. Die sind alle echt gut. Die sind alle echt gut. Hallo, nimm mal bitte deine Hausaufgaben mit. Dankeschön. Jamie ist ebenso mit seinen Hausaufgaben fertig und so wie ich Jamie kenne, lässt er die wieder auf dem Tisch liegen. Jamie, du kannst heute noch die Zusatzhausaufgaben machen. Und der Garten sieht so gut aus. Hier glitzert's und blinkert's überall. Da werden wir uns dann nochmal drum kümmern. Ja. Was macht denn Hendrik? Hendrik schläft. Auf einer Parkbank. Wie so ein Penner. Na, alles klar. Hendrik, du kannst bitte mal aufstehen. Und hier zum Beispiel was essen. Du brauchst hier. Okay, jetzt ist er wütend. Ach, immer noch wegen dem ärgerlichen Schultag. Du kannst jetzt bitte mal ein Gericht nehmen. Und da graben. Vielleicht lindert das deinen Ärger ja über die Schule. Vielleicht denkt das ein bisschen ab. Ich hoffe es jedenfalls. Ich hoffe es jedenfalls. So, 19:50 Uhr. Ich würde sagen, oh ja. Oh ja.
Es ist Zeit, Niki, du stehst bitte jetzt mal auf. Ein Snack essen kannst du vielleicht unterwegs und wir werden uns jetzt auf die Socken machen mit der Niki. So. Wir werden uns jetzt ein cooles Gemeinschaftsgrundstück raussuchen, damit wir, also wir gehen jetzt schon, damit wir noch ein bisschen Zeit dort haben. Und dass es nicht so, ja, gedrungen ist. Wo fahren wir denn hin? Ich würde ja sagen, nach Windenburg. Da müssten wir eigentlich was Cooles finden. Hier haben wir eine Diskothek. Heim des Narwals, Nachtclub. Das sieht doch schon mal gut aus. Oder wir nehmen die hier. Diskothek Pan-Europa. Ja, wir nehmen die. Hier war ich noch nicht. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir gehen alleine. Wir gehen. Oder gehen wir mit den Ältesten? Was sagten ihr? Was meinten ihr? Haushalt. Ach. Nee, wir gehen alleine. Wir gehen alleine, damit ich wirklich das alles. Naja, ich habe ein bisschen was vor. Mal schauen, ob wir das heute so umsetzen können mit der Niki. Weil die Niki, die möchte ja gerne noch ein paar Männer küssen, um mit ihren Zufriedenheitspunkten voranzukommen. Und da werden wir mal schauen, wie weit wir das heute, ob wir das heute beenden können und wie weit wir das schaffen. Und auf jeden Fall machen wir uns hier jetzt einen richtig coolen Abend. Und ja, mal schauen, was der Abend so bringt. Ich bin schon wieder gespannt. Ja, und jetzt geht's los. So, wir wären da. Diskothek Pan-Europa. Und wer bist du? Halt! Bleibst du bleibst, kannst gleich mal stehen bleiben. Wir müssen dich erstmal gleich angucken. Okay. Paolo Rocca. Ich glaube, den hatten wir schon mal gesehen, den jungen Herrn. Wir stellen uns einfach mal freundlich vor. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, viele Kontakte zu knüpfen heute. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal von innen an hier. Mein Gott, was hat denn der DJ für einen Helm? Haben die immer so einen komischen Helm auf? Mit einem Smiley drauf. Okay. Star DJ Dominik Bauer. Also das DJ-Pult ist echt cool. So, wo sind denn wir jetzt? Haben wir den Typen jetzt schon mal angesprochen? Wer bist du? Kenne ich dich? Ja, der Rosa. Aha, nee, dich kenne ich nicht. Aha. Wow, hier kommen echt viele, viele Leute gerade. Mira Sommer. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, wo sind denn wir jetzt schon wieder hier? Ach, hier draußen mit dem Typen zusammen. Das sieht doch schon mal gut aus. Los, komm, wir lernen jetzt mal ein bisschen kennen. Der will nicht, der läuft zu schnell. Der läuft zu schnell, der läuft zu schnell. So, jetzt. Los, freundlich, kennenlernen. Und wir machen ihm mal ein Kompliment über sein Outfit, obwohl es eigentlich gar nicht nur so toll ist, wie ich finde. Gibt schönere Outfits. Oh yeah, Party People. Also jetzt gehen sie nicht gerade so wirklich ab hier. So, gibt es denn hier eigentlich noch eine zweite Etage? Hier ist die Bar. Und wer sitzt denn hier an der Bar? Damien Scott. Aha. Okay. Hat die Mixfähigkeit erworben. Wieso ist denn die. Warum hatten die die Mixfähigkeit erworben? Die ist so gar nicht am Pult. Die Niki. So, hier gibt es tatsächlich noch eine zweite Etage. Uhu, das ist die VIP-Lounge hier oben zum Zurückziehen. Auch nicht schlecht.
So, selbstsicher, okay. Wir sind selbstsicher, das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden, das kann nur eine Geschichte erzählen. Mhm. Ach, komm, los, erzähl mal, was bist du, was machst du? Und? Ein Sportler bei der anderen Sportmannschaft. Ein Sportler. Sportler sind gut. Ich mag Sportler. Fotos teilen. Und dann können wir ja mal probieren. Wir müssen ihn auf jeden Fall küssen. Los, wir machen ihn jetzt mal. Wir flirten jetzt mal. Na los, flirtest du jetzt mal? Oh. Oh. Und er ist wieder angetan, oder? Naja, ups, was war das? Oh Gott. Naja, besonders viele Abfuhren haben wir noch nicht bekommen. Der hartnäckigste war ja immer noch hier dieser, na, wie hieß der? Björn Bjergsen. Das war echt der hartnäckigste Typ, den wir bis jetzt an der Angel hatten. So, oh, was ist denn das? Spürt den Hype, oh ja. Wie cool ist das denn? Naja, also bis jetzt ist ja hier noch nicht so voll die fette Party, ne? Oh, hier, Jack. Jack. Ich hoffe, der nimmt uns das nicht übel, wenn wir hier mit ihm rumflirten und aufreizen, posieren. Ein Kusshauchen. Jemand bitte eine feste Beziehung einzugehen? Na, definitiv nicht. So, wir schauen mal, was uns hier noch angeboten wird. Freundlich zu Paolo sein. Das sind wir doch immer. Wir sind doch immer freundlich. Siehst du, das sage ich doch. Ne, das war gerade das andere. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt mit ihm gemacht hat hier, aber egal. Okay, also sind wir nochmal freundlich. Bitten? Nur Freund zu sein? Nein, wir wollen ihn ja erstmal küssen. Wir wollen freundlich sein, aber so richtig was nur machen. Wir teilen einfach Fotos und dann waren wir freundlich und dann können wir mal schauen. Können wir einen küssen. Jawohl. Das jetzt den ersten Kuss erleben. Jawohl. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Dann hätten wir ihn geküsst. Und dann sind wir eins näher dran hier an den 10 Sims, die wir küssen müssen. Komm schon. Komm schon. Ja, ja. Ja. So gefällt uns das. So gefällt uns das. So gefällt uns das. Wirklich. Mino. Oh, warum? Niki. Warum bist du jetzt so zu ihm? Der hat doch gar nichts gemacht. Jedenfalls habe ich jetzt nichts gesehen, was er gemacht hat. Rumschmusen will sie. Okay. Mutiger Anmachspruch, los. Mal gucken, ob wir jetzt immer noch weggestoßen werden. Und nein, der Niki Charm ist einfach zu groß. rumschmusen. Wir wollten rumschmusen. Sanft küssen. So, sind hier mittlerweile noch mehr Leute gekommen. Sam Red. Hatten wir von ihm schon ein Kind? Ich weiß es gerade gar nicht. Schnell mal fix nachgucken. Nick? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall mag er uns schon. Wir hatten auf jeden Fall schon mal irgendwas mit ihm. Da müsste ich mal nachgucken, was wir mit ihm hatten. Das werde ich gleich fix mal tun. Ach, da muss ich noch fix mal schauen. Zettel rausholen. Nein, wir haben auf jeden Fall noch kein Kind von ihm. Ob wir ihn schon geküsst haben und ob das schon gezählt hat, dass wir ihn geküsst haben, das weiß ich jetzt nicht.
Selbstsicher sind wir jetzt. Okay, also wir küssen ihn jetzt einfach mal und das genau vor den Augen des anderen Typen hier, mit dem wir gerade noch geflirtet haben. Mal gucken, ob wir jetzt voll die Abfuhre kriegen, ob hier voll der Krieg ausbricht. Ich bin gespannt. Los, Nick, tu was. Los, küss ihn. Jetzt. Okay, die stellen sich ein bisschen abseits. Ich muss den anderen sehen, wie der andere reagiert. Wo ist denn der andere jetzt? Da hinten. Oh nein, es hat nicht funktioniert. Oder? Nee, schade. Los, wir flirten halt noch ein bisschen. Nummern austauschen. Komm, den kriegen wir auch noch. Und dann probieren wir es einfach nochmal. Und wenn er nicht will, dann hat er halt Pech. Jetzt geht die Hälfte übelst ab. Party People hier. Wenn er jetzt nicht drauf eingeht, dann hängen wir uns nochmal ganz schnell an den anderen ran. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ist jetzt was passiert? Nee, ich glaube nicht. So. Ja, du, komm mal her, genau du. Du warst das. Hände küssen. Oh Gott, wir flirten ja durch die Gegend. Küssen. Also wir machen es jetzt mal ganz krass. Aufreizen, posieren. Und hoffentlich hat er das jetzt nicht gesehen, dass wir mit dem anderen geflirtet haben hier. Rose anbieten und schlüpfrige Frage stellen hatten wir auch noch nicht. Knuddeln. Oh, das sieht doch gut aus hier. Der hat es also scheinbar echt nicht gesehen. Gott, das ist ja doch schon ganz schön, wie sich unsere Niki hier gibt, nicht? Schlüpfrige Frage, da ist es genau. Mit Paolo rumschmusen. Okay, das machen wir. Uff. Und wir wagen das jetzt einfach mal. Mal gucken, ob er drauf eingeht, wenn nicht, dann... Oh, nein. Oh, verdammt, es kann sein, dass wir jetzt gleich wieder schwanger werden. Oh, verdammt. Ups, nein, jetzt sehe ich nichts mehr. Ah, einen Keller gibt es also auch noch. Auch nicht schlecht. So, okay, es kann ja so sein, dass wir jetzt gleich wieder schwanger sind. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, wir machen diesmal keinen Schwangerschaftstest. Wir lassen uns einfach überraschen, was da jetzt rauskommt dabei. Und damit wäre das doch echt ein echt gelungener Abschluss von diesem Part. Ja, die finden gar kein Ende. Muss gut sein. Oh Gott, die Funken sprühen. So, Schrank kaputt. Jetzt kann man hingehen. Jetzt können wir hingehen. Schrank ist kaputt. Niki ist vielleicht schwanger. Wie jetzt? Zweite Runde oder was? Nee, okay. Ist klar. Das ist jedes Mal herrlich, wie die hier aus dem Schrank wieder rauskommen. So, okay. Was ist denn hier noch? Höheren Level der Charisma-Fähigkeit erreichen, weil kokett ist. Mit Paolo rumschmusen. Mal gucken, ob wir das noch erfüllt kriegen. Dieses mit Paolo rumschmusen. Romantik. Knuddeln. Ja, wir können ja noch ein bisschen knuddeln mit ihm. Wo ist er schon wieder hin? Ach, hier draußen steht er. Jawohl. Also, wir werden uns jetzt nochmal von unserem Schwarm, unserem One-Night-Stand hier draußen verabschieden. Und, ach ja, jetzt werden alle rausgeschmissen hier. Jetzt ist hier also, so wie es aussieht, Feierabend.
machen wir hier draußen weiter Party. Jawohl. Der DJ geht auch nach Hause mit seiner komischen Maske hier. Leidenschaftlich küssen. Es müsste doch rumschmusen sein, oder? Okay. Also eigentlich finde ich, sollte das eher der Mann machen, wie so die Frau so rumwerfen. Im Schrank rumschmusen. Da kommen wir doch jetzt gar nicht mehr rein. Ist doch schon zu. Ich bin mit im Schrank. Okay, also. Was ist jetzt? Chips nehmen. Ist ja doch noch offen. Warum sind alle schon nach Hause gegangen? Reinkommt man trotzdem noch. Nee, Niki, okay, wir gehen jetzt nach Hause. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war doch mal ein gelungener Part. Und wir werden schauen, ob es geklappt hat. Wir lassen uns diesmal echt überraschen, ob wir schwanger sind oder nicht. Wir werden es sehen. Und ja, ich hoffe, ihr schaut wieder rein, wenn es wieder heißt 100 Baby Challenge. Und bis dahin viel Spaß euch bei was auch immer ihr macht. Und bis später. Tschüss.